Ganz kurz schnupperte das deutsche Davis Cup Team an der Sensation. Aus dem 2:0 gegen Frankreich wurde in Nancy aber doch noch eine 2:3 Niederlage und das Aus im Viertelfinale. Das junge Team um Debütant Peter Gojovcic war dennoch stolz auf das Erreichte. Die Enttäuschung ist schon da, aber wie gesagt, ich habe eine tolle Woche gehabt hier in Nancy, hier mit dem ganzen Team. Es war unglaublich für mich, das erste Mal Davis Cup für Deutschland zu spielen. Leider war der Herr Monfils heute besser. In 3 Sätzen verloren Tobias Kampke und Peter Gojovcic ihre entscheidenden Einzel gegen die Franzosen Geoffrey Tsonga und Gael Monfils. Dennoch hinterließ das junge deutsche Team auch ohne die etatmäßigen Topspieler Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer einen guten Eindruck. Nachdem sich Kohlschreiber und Teamchef Carsten Ariens beim sogenannten Versöhnungstag gegenseitig der Lüge bezichtigt hatten, steht nun Kohlschreiber vor dem Aus. Ich würde sicher zeitnah mit ihm Kontakt aufnehmen und mit ihm das Ganze besprechen, ob er noch Teil des Teams sein kann in Zukunft. Das sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt etwas kritisch, aber wir werden schauen, ob sich da noch eine Tür finden lässt. Angesichts des überraschend starken ersten Tages und der 2:0-Führung hielt sich die Enttäuschung über das erwartungsgemäße Ausscheiden nach dem Spiel in Grenzen. Ich habe einen gewissen Abstand. Wir sind eben in der Kabine nochmal zusammengekommen. Jeder hat nochmal ein bisschen was gesagt. Und dadurch wurde nochmal auch schon mir bewusst, den anderen glaube ich auch, so was das für eine tolle Woche war und dass es ein Anfang von etwas sein kann. Ob dies mit Philipp Kohlschreiber und Tommy Haas passieren wird, das ist fraglich. Ein couragierter Auftritt eines unerfahrenen Teams. In Nancy wuchs die Hoffnung auf einen Neuanfang, abseits aller Streitigkeiten.